Ja, Lukas, die letzten zwei Spiele waren leider Gottes ziemlich suboptimal. Ja, aus deiner Sicht, woran hat es denn gelegen? Ich würde sagen, wir haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Wir müssen halt auch mal ein Tor machen. Bei uns fällt im Moment kein Ding. Wir verspielen dann unglücklich eine Führung. Jetzt kassieren wir ein unglückliches Tor. Ich meine, die haben dreimal aufs Tor geschossen jetzt, das letzte Spiel in Tivoli. Und das war, also wenn ich jetzt das Ganze, ich habe mir das ganze Spiel sogar nochmal angeschaut auf YouTube. Und die haben drei Torschüsse, schießen drei Tore, ist unglücklich gelaufen. Und ich finde, wir stellen uns manchmal ein bisschen blöd an einfach. Wir laufen uns schlecht frei, aber weil wir sind eine ganz neue Mannschaft und ich denke, dass sich das mit der Zeit dann bessern wird. Die Taktik der Gegner scheint immer dieselbe zu sein. Man stellt sich hinten rein und wartet auf Konter und ja, hinten scheinen wir ein bisschen anfällig zu sein. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass wir dann in ungünstigen Situationen irgendwelche technischen Fehler machen, wo man dann nicht unbedingt damit rechnet, dass man den Ball verliert. Klar müssen wir, also man sagt, das ist die Restverteidigung, und da müssen wir natürlich dann auch ein Mann sein, aber das kann immer mal passieren, dass wir auch ein Tor kassieren. Wir müssen immer weiterspielen, wir müssen schauen, dass wir die richtigen Räume finden, und wenn wir die richtigen Räume finden, dann werden wir auch auf Dauer Erfolg haben, weil wir schon Qualität im Kader haben. Es ist nicht so, dass wir... Klar, wir haben einen sehr, sehr schwierigen Sommer gehabt mit vielen Spielern, die vereinslos waren oder lange nicht gespielt haben. Aber ich finde trotzdem, wenn ich mir jetzt alle Gegner anschaue, wir haben jetzt gegen viele gespielt, dass wir trotzdem fußballerisch die beste Mannschaft sind in der Liga. Qualität hast natürlich auch du. Du hast ja deine Ausbildung beim FC Bayern München genossen sozusagen. Und wie ist denn dann weitergegangen in deiner Karriere? Boah. Ich bin dann in die Regionalliga in Deutschland, also in die vierte Liga gewechselt, aus welchem Grund auch immer. Das würde ich sagen, war so ein bisschen so ein Knackpunkt, das würde ich heute auf jeden Fall nicht mehr machen. War dann aber trotzdem noch in Österreich, in Horn, vor eineinhalb Jahren war das, glaube ich. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für mich, schade, dass sie gerade wieder in der Kritik stehen, ein super Verein zum Entwickeln für Spieler, top. Super Plätze, super Bedingungen, super Umfeld, es hat alles gepasst. War dann am Ende ein bisschen unglücklich, was da passiert ist, aber ich nehme das nicht übel. Jeder Verein hat will seinen Weg weitergehen mit jungen Spielern, und das war dann in dem Fall bei mir nicht der Fall. Darauf wurden wir aussortiert, fünf Spieler plus ich. Dann wollte ich im Sommer eigentlich einen Schritt in die Bundesliga nach Österreich gehen. War ja in Klagenfurt im Probetraining. Hat dann nicht geklappt. Was verschiedene Gründe hatte. Und dann, ja. Dann kam Corona, oder? Corona war schon davor. Dann habe ich einfach, ich habe so ein bisschen Spaß verloren gehabt. Immer wieder mal einen drauf bekommen. Und dann habe ich gesagt, gut, im Winter halte ich mich mal unter Haching fit. Dann kam eben das mit Corona. Dass ich Corona bekommen hatte. Ich hatte eine Herzbeutelentzündung, musste ein halbes Jahr Pause machen. Ja, und Innsbruck hat mich dann angerufen im Sommer und ich war eigentlich noch gar nicht fit. Und haben dann lustigerweise gesagt, dass es auch für sie kein Problem ist, dass sie den Weg mit mir zusammengehen wollen. Und ja, es war sehr schön zu hören, dass sich mein Verein so wieder um mich bemüht, obwohl ich eine Herzbeutelentzündung hatte. Freue mich das sehr, hier zu sein. Du bist wieder völlig fit, völlig genesen. Wie ist denn der Eindruck von dem neuen Team und von der Umgebung? Ja, zunächst mal, ich pendel ja, also ich wohne immer noch in München, da ich da beim FC Bayern arbeite als Trainer in der Jugend, dienstags und donnerstags morgens. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Deshalb habe ich von Innsbruck Innenstadt noch nicht so viel gesehen. Was ich sehr gut kenne, ist das Vapiano. Da bin ich öfters nach dem Training und sonst. Ich bin von dem Stadion. Das Stadion, ich habe ja hier schon gespielt mit Horn damals in der zweiten Liga. Das Stadion ist natürlich, brauchen wir nicht viel zu sagen, ist, glaube ich, auch in der zweiten Liga mit Abstand das größte und beste Stadion, in dem ich gespielt habe. Mit den Fans natürlich, das ist ein Traum. Sehr schön. Du hast schon angesprochen, du wolltest dich eigentlich auf das Trainermetier etwas mehr verlegen. Ja. Hast natürlich auch schon die ersten Ausbildungen gemacht und hinter dir. Jetzt gehörst du natürlich mit deinen 26 Jahren schon zu den recht Erfahrenen in der Truppe im Vergleich.
Wie kann man die jungen Spieler da rausholen aus diesem kleinen Tief, wo wir jetzt gerade sind? Ja, hart arbeiten, auch mal anscheißen. Die sollen es schon vertragen, das ist schon wichtig. Jeder bekommt mal seinen Anschuss. Ich habe das als junger Spieler auch bekommen. Das ist Erziehung, gehört dazu. Wir spielen am Wochenende jetzt gegen den Tabellenletzten. Wieder kleiner Platz, enger Platz, voll motivierter Gegner natürlich. Was müssen wir denn besser machen? Ja, erstmal dürfen wir den Ball natürlich nicht so oft unnötig verlieren und wir brauchen Geduld. Ein frühes Tor wird natürlich gut tun, wie immer. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Kontrolle wieder haben, so wie wir das letzte Spiel auch hatten. Nur, wir müssen diese Ballverluste eben abstellen in der Vorwärtsbewegung, dass wir da den Ball verlieren. Wir müssen schauen, dass wir, wenn wir den Ball verlieren, gut verteidigen, Restverteidigung eben. Ja, die waren die letzten Spiele sehr, sehr schwach. Deshalb haben wir auch die letzten Spiele verloren, die letzten zwei. Von außen sieht es so aus, dass wir, also eine unserer großen Stärken ist sicherlich das Tempo und das schnelle Kombinieren. Von außen schaut es ein bisschen so aus, als wenn man sich dem Gegner vom Tempo her zu leicht anpasst. Ja, im Endeffekt macht der Gegner ja nichts anderes, als sich in die eigene Hälfte stellen, kurz vor den 16er, zwei Stürmer vorne reinstellen oder drei, die schauen irgendwie, dass sie da vorne mal was bewegen, über 90 Minuten. Und man kann ja nicht alles verteidigen, das ist ja auch gar nicht schlimm, aber wir müssen halt schauen, dass wir halt auch mal ein Ding machen, einfach am Anfang, dann müssen die ja auch mal aufmachen. So, wir spielen dann jedes Mal die Karten, wir kassieren jedes Mal ein Tor oder wir schießen eins und kassieren zwei Minuten später wieder ein Tor. Das ist halt auch eine junge Mannschaft einfach. Wir wissen halt im Endeffekt noch nicht so ganz, wie man ein Spiel wirklich gewinnt. Das ist halt einfach so, das ist ein Prozess. Die sind ganz, ganz viele Spieler, die jung hochgekommen sind oder von kleineren Vereinen kommen. Das Wichtigste ist, dass wir gewinnen, egal wie wir das machen. Und wenn wir uns zu 10 auf die eigene Linie stellen am Ende, wir müssen irgendwie mal ein 1-0 oder ein 2-1, wenn wir das haben, auch mal über eine längere Distanz halten, dass wir dann auch mal wieder Platz haben nach vorne. Dass wir dann eben mit Dion diesen unglaublich schnellen Spieler haben, der auch mal tief laufen kann, der auch mal gegen zwei Leute vorbeikommt. Das ist das Entscheidende. Wir müssen mal ein Ding machen vorne und einfach geduldig spielen und dann werden wir irgendwann dafür belohnt, dass wir mal die Seite nochmal wechseln. Wichtig ist halt die ersten 10 Minuten, erste Viertelstunde mal Vollgas geben, hoffen, dass mal einer fällt für uns und dann schauen wir mal, was der Gegner macht, dann müssen wir irgendwann aufmachen. Ja, ich hoffe, dass das am Wochenende schon passiert. Lukas, vielen, vielen Dank für das Interview. Dir und der Mannschaft alles Gute. Danke. Perfekt. Passt. Danke.